Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac und in diesem Video öffne ich mit euch 6 Booster-Packs von Schwert und Schild Clash der Rebellen. Wir haben hier, glaube ich, jedes Artwork einmal vertreten, genau. Und zwar hier mit Inteleon und natürlich Libello, Riffex und unserem Gortrom. Ja, ich bin sehr gespannt, was wir ziehen können. Ich hatte in einigen Videos echt gute Puls, muss ich sagen. Manchmal geht's auf, manchmal geht's ab. Aber mal sehen, was so diese Booster für mich bereithalten. Das Set Clash der Rebellen finde ich echt cool. Es hat eine gute Auswahl an verschiedenen Pokémon. Dann haben wir Carpador, Meditier, Hokomil und Fukano, Bämon, Pflanzenenergie, Akkub, Skunktank, Hyperheiler. Skunktank ist auch die Reverse. Und Blitzigel ist eine V. Die habe ich noch nicht gesehen, glaube ich, oder noch nicht gepult. Gegen Angriff Kerzap. Wenn dieses Pokémon in der aktiven Position ist und durch Attacke eines Gegners Schaden erhält, auch wenn es dadurch kampfunfähig wird, wirf 3 Münzen, lege pro Kopf 3 Schadensmarken auf das angreifende Pokémon. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. So. Sehr cool. Ja, eigentlich müsste es uns leicht passieren, wenn wir eine V ziehen, dass sie hier von mir diese schwarze Hülle bekommt. Denn dort sleeve ich eigentlich immer die Karten ein, die ich noch nicht gezogen habe. Und das Set ist einfach riesig. Es fehlen noch so viele Karten. Also die Chance ist definitiv da und ist groß. Genau, 4 dazu, davor. Hier haben wir Lichtel und Loturzel, Pipi, Voltoball, Fukano, Elektroenergie, Morpeko, Anziehungsnetz, Scaraborn und eine Tempoenergie als Reverse. Die Stern. Leute, es ist Legios. Legios V. Sehr schön. Also eine Abwehrformation ist so ganz nett. Gigastoß macht halt das, was es macht. Ist dafür dann auch ziemlich powerful mit 210 Schaden. Wollen wir mal sehen, ob wir das noch überbieten können. Und hier haben wir Schneebedeck, Dusselgur und Galaflampion, Brimova, Sichlor, Finsternisenergie, Potrott, dann haben wir Stuart, Zwillingsenergie, Brimanus, die Reverse und Silimbrim. Silembrim. Sehr cool. Gedankengut. Einmal während deines Zuges kannst du diese Fähigkeit einsetzen. Jeder Spieler legt eine Karte aus seiner Hand auf seinen Ablagestapel. Dein Gegner legt als erstes ab. Tropfender Groll. Lege für jedes Pokémon in deinem Ablagestapel eine Schadensmarke auf das aktive Pokémon deines Gegners. Interessant. Interessant. Aber das nützt natürlich am allermeisten dann eher so in Decks, die mit richtig, richtig vielen Pokémon spielen. Ist natürlich schwierig umzusetzen. Beziehungsweise diesen Effekt wirklich wirkungsvoll zu machen. So. Dann schauen wir mal, was hier so drin ist. Im nächsten Pack, das überhaupt nicht aufgehen will. Karte kommt auch nicht mit. So, jetzt sind wir. Kortkarte aus dem Weg. So. Und hier haben wir Marbula. Das hat auch ein cooles Artwork, finde ich. Und Electek. Natu. Gramochis. Bämon. Pflanzenenergie. Yarrow. Potrott. Luxio.
Putziges Artwork. Potrot ist die Reverse. Und Kotomi. Eine V. Nicht schlecht. Zusammenpassen und hinaufschweben. 50 Schadenspunkte kann Kotomi zufügen. Zusammenpassen ist eine ganz gute Fähigkeit. Wenn du dieses Pokémon während deines Zuges aus deiner Hand auf deine Bank spielst, kannst du eine Unterstützerkarte aus deinem Ablagestapel auf deine Hand nehmen. Quasi ein eingebauter Kampffahnder. Was relativ interessant ist. Und natürlich kann man es theoretisch mit Hyperball suchen und so weiter und so fort. Also es gibt da viele verschiedene Nutzungsmöglichkeiten, um Kotomi funktionabel zu machen. Aber ich habe schon lange keine VMAX mehr gesehen, um ganz ehrlich zu sein. Auch so bei anderen Openings, da war gar nicht so viel VMAX-Power drin. Sankabu, Vulpix, Smogon, Shinux, Galamakavaya, eine Finsternis-Energie, Lectoball, Psatu, Lombrero, ups, Deponitox, das ist auch eine Stern, fand ich so schlecht, und Drapfel als Holo. Sehr schön. Ich habe übrigens ein Shiny Gigantamax-fähiges Drapfel gefangen. Und zwar wirklich ganz normal in einem Raid, der bei mir selbst stattgefunden hat. Das war echt irre. Da habe ich auch gedacht, ich spinne an dem Tag. Das war echt purer Zufall. So, hier haben wir Onratytox. Dusogur in diesem letzten Booster. Iguana. Voltweil, Sankabu und eine Kampfenergie. Wir haben Skaborn, geräumiger Eimer, Tötfield Stadion und Wingull ist die Reverse und die Stern ist Gala Lauchzelot. Okidoki. Soweit, so gut. Also ich finde, das war ein ganz gutes Opening. Falls ihr auch Interesse an so genialen Puls habt oder an Booster-Packs aus Clash der Rebellen. Schaut doch mal bei www.pokemonmarkt.de vorbei. Ist auch unten in der Pokemonmarkt.de vorbei. Ist auch unten in der Videobeschreibung mit eingeblendet. Und dort steht auch der Rabattcode Pokemaniac. Und wie ihr es genau schreiben müsst, damit ihr 2% Rabatt bei Pokemonmarkt.de erhaltet. Die haben auch super geniale Mystery-Boxen. Und dort könnt ihr sogar selbst mitbestimmen, was dort drin ist. Ziemlich genial. Schaut einfach mal vorbei. Euer Pokémaniac wünscht euch viel Glück bei euren eigenen Puls und Einkäufen. Bis dann!